Die Lagerstangen sind da. Salade de Fleur. Das kriegt jetzt die Bella. Ja, verschlafene Bella. Bleib mal drinne, ich habe mal eine Überraschung für dich. Bleib mal drinne. So, ich mach mal eben auf Stopp und dann hole ich dir mal deine Überraschung raus. Die Stangen sind nachgeliefert worden. Ich weiß, wie gesagt, ich habe es euch ja beim ersten Video erklärt, da ist viel Zucker drin und gerade, aua, Zwerghamster sollten nicht so viel Zucker kriegen. Aber mal ab und zu. Ab und zu ist in Ordnung. So ein bisschen dein Nagarium zeigen, wie man das so schön sagt. Da hinten, lässt du meinen Pulli ganz? Hallo. Da hinten ist Bellas Spielzeug, also ihre Sandkiste, ihr Spielplatz. Dann hier so ein bisschen auf dem Weg zum Spielplatz halt Versteckmöglichkeiten. Und ja, hier hat sie ihr großes Holzlaufrad, was ich mit weißem Spielzeuglack angemalt habe. Und drinne habe ich Kork ausgelegt. Das Blöde war, dieses eine Ding da hat sich nicht rauslösen lassen, weil ich habe alle Sprossen rausgemacht. Ich habe mir sagen lassen oder auch gelesen, dass die Hamster gerne mal über diese Sprossen stolpern und man sie deswegen entfernen soll. Du Knabberliese. Ja, und das hier ist so ein Mehrkammernhaus. Das findet sie ganz toll. Ich muss ihr neues Wasser geben, da haut sie immer Streu rein. Ich habe ihr zwar so eine Tränke auch hier angebracht, aber sie checkt das nicht. Sie checkt das nicht, dass sie mit ihrer Zunge hier total dolle gegendrücken muss und deswegen braucht sie noch einen Napf. Und den tut sie regelmäßig einsauen, ne? Du Saukopf. Ja, ungefähr 10 cm passen hier in das Terrarium rein. Dadurch, dass es wirklich ein Terrarium, dieses OSB-Terrarium war das, da habe ich Tapete dran geklatscht, hat es aber noch nicht dran genagt. Außer so ein bisschen hier in ihrem Laufrad, aber das ist nicht weiter schädlich. Ja, wir haben überall, damit das für Naga freundlicher ist, für die Luft, haben wir überall für die Luftzirkulation so Aussparungen reingesägt und dann mit so Vogel- oder Nagerdraht halt verschlossen. Magst du die Stange? Sonst müssen wir tauschen mit den Meerschweinchen. Kriegst du rote Beete. Ja, und der Spielplatz, den hat die Vorbesitzerin, beziehungsweise die Notstation, woher ich Bella habe. Die haben das gebastelt. Lass meinen Pulli ganz, ey, guckt euch das an hier. Die haben das gebastelt mit so Holzdübeln. Die gibt es auch in jedem Baumarkt. Ey, das gibt's doch nicht, ey. Was ist mit dir los, sage mal? Ich habe so einen hyperaktiven Hamster. Fress doch deine Stange. Hm? Geh mal
gucken, was du da Leckeres hast. Oder magst du das nicht? Dann hole ich es halt morgen wieder raus, wenn du es nicht gegessen hast. Wusch. Da war sie weg. Jo, da oben könnt ihr es vielleicht auch sehen, da habe ich so einen kleinen Weihnachtsbaum aufgestellt. Den mache ich natürlich dann nachts aus, dann kann sie hier ungestört ihre Runden drehen. Ja, und das war Bellas Reich. Tada, so sieht das aus. Muss man natürlich wieder zumachen, damit die Katzen nicht reinkommen. Und achso, falls ihr euch fragt, das Terrarium gibt es auch in unterschiedlichen Größen. Für einen Goldhamster hätte ich jetzt, ich glaube 1,20 oder 1,50 gibt es da noch, hätte ich eventuell genommen. Aber da ich hier so eine kleine Nische habe, da passt dann leider nur ein Meter rein. Aber ein Meter mal 60, was das hier glaube ich ist, das ist für einen kleinen Dzungaren oder Campbell-Hamster oder Roborowski gibt es ja auch. Ist das vollkommen ausreichend. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!